Ja. So, da bin ich wieder. Noch einmal kurz kalibrieren und dann hat sich der Fall. So. Dankeschön. Kriegen wir noch den Endsound zu hören? Ja, ist mir egal, dass das jetzt gerade wieder zugegangen ist. So, einmal hier rein. Einmal hier durch. Und einmal gucken, ob ich da irgendwas machen kann überhaupt. Oder ob ich wieder ein bisschen an der Zeit spielen muss. Durch kann ich hier nichts machen, weil das Ding nicht funktioniert, wenn das jetzt so ist. Gut, das heißt wieder hoch, die Zeitstein aktivieren und wieder zurück. Hopp, 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 hopp. Dumm. Hallo Fledermäuse. Tschüss Fledermäuse. Ich muss kurz an der Nase kratzen, das hätte ich eigentlich machen können, als ich gerade kurz weg war. Eine neue Batterie holen. Besser zwei neue Batterien. In die Remote kommen ja zwei kleine Batterien rein. Aber ich sollte mir langsam wirklich mal überlegen, ob es sich vielleicht besser wäre, wenn ich mir da so einen Akku veranschaffe. Wäre vielleicht nicht schlecht. Naja. So, Zeit ist manipuliert. Ich werde mit Pfeilen beschossen, die nicht treffen. Und weiter geht's. Also der Tempel ist wirklich. Da ist Tempel. Ist ja gar kein Tempel, ist ja ein Schiff. Ja. Aber ich würde das Ganze dann, ehrlich gesagt, das ganze Gebiet eher als Tempel sehen. Also jetzt die Werft und Dingens hier zusammen. So, ist natürlich noch offen, da erwartet uns da noch ein Gegner. Natürlich. Nein. Arsch. Und ein Schmuckschädel. Ja, komm. Schön. Hopp. Und rennen. Sops. Scheiße, das bewegt sich alles weiter. So. Egal. Alter, ich registriere eine Bewegung im Maschinenraum. Ich empfehle den Maschinenraum zum Kerker zu durchqueren und die Matrosen zu befreien. Ich frage mich sowieso, warum da drüben Gegner drin sind. Wahrscheinlich nur aus designtechnischen Gründen. Ich meine, man muss da nicht rein, wenn man hier Dingens. Ist total unnötig eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass da ein großartiges Geheimnis drin sein wird, weil das Herzteil. Ist ja ein Herzteil pro Tempel, oder? 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 Kein Plan. So, hier ist alles frei. Können wir auch nochmal speichern. Speichern. Speichern erfolgreich. Dumm. Da. So. Ich bin falsch. Ich bin ein Trottel. Da. Ich sollte mir vielleicht merken, wo manche Sachen sind. Na komm. So, wenn ich durch die Tür gegangen bin. Ist das sowieso wieder voll? Du. Dann. So. Dop, einmal hier durch. Liegt da immer ein zufälliges Item rum? Hä? Was zum Teufel? So, jetzt müssen wir hier lang. Das ist geil, geht wie bei Xenoblade Chronicles. Einfach mal nochmal in Richtung der zu kletternden Wand drücken und man ist. Besser und der Charakter hält sich fest, sagen wir es mal so. Das geht auch bei Xenoblade Chronicles. So. Thank you.
Okay. Bewegt sich sehr langsam. Hält sich nicht dran fest. Okay. Na komm. So. Warum ist da was für die Peitsche? Achso, deswegen ist da was für die Peitsche. Moment, einmal aus. Ich möchte darüber. Ist das hier die Schatzkammer? Was haben wir denn hier? Wir haben Schattenkristall und ich habe das. Moment, das Bändchen von meiner Remote ist nicht richtig. Das fühlt sich seltsam an. Ja, ich bin einer, der macht sich das tatsächlich ums Handgelenk. Weil ich habe das einmal geschafft, die Remote durch dieses Zimmer zu schmeißen. Und das muss nicht nochmal passieren. Jackpot. Warum sind da nicht so viele von drin? So, einer geht noch, aber zwei werden schon längst. Noch ein Schattenkristall. Sehr gut. Ja, musst du mir das jetzt mal anzeigen? Mann. Na. Ich hoffe mal, im letzten ist kein Juwel drin, sondern wieder ein Schattenkristall. Oder ein Herzteil, was natürlich auch sehr nice wäre. Noch ein Schattenkristall. Perfekt. Sehr gut, das hat sich gelohnt. Zwischen fünf Schattenkristalle. Ah, ich glaube, ich kann wirklich mal wieder Zeug herstellen gehen. Nach dem Dungeon. Komm, spring da runter. Ups. Durch und die Leiter auch. Hopp. Nein, ich möchte eigentlich hier oben drauf. Aha. Nein, ich möchte. Ach. Nein, hopp, komm her. So. Ah, dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Na komm. Da. Ja. Na. So, einmal da rum. Du. Ach. So. Ihr seid frei. Du hast uns wirklich gerettet. Danke. Hm. Du bist also hergekommen, um Nairos Flamme zu suchen. Um das Feuer zu entfachen, musst du die Steuerung des Schiffes zurücksetzen. Dekadon ist neben diesem Kerker. Wird aber von einem schweren Türbeschütz, für die du einen Schlüssel brauchst. Erst musst du zur Kapitänskajüte. Den Schlüssel zum Kontrollraum ist in der Kapitänskajüte. So, ich überreiche diesen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kannst du die Tür zur Kapitänskajüte öffnen. Super. Wobei ist nochmal eine verschlossene Tür. Ja. Die Kapitänskajüte betrittst du durch die Tür am Ende des Decks. Da. Da war ich noch gar nicht. Wie komme ich da hin? Okay. Ich will schon mal draußen fliegen. Tut mir leid. Ja, und tschüss, ihr drei. Er steht total regungslos daneben. Achso, nur. Da, wo sind die anderen jetzt hin? Egal. Einmal runter, bitte. Einmal zurückkriechen. Du. Dann kann man auch sprinten. Das habe ich auch noch nicht rausgekriegt gehabt.
So. Dumm, die dumm. Also wieder mal an Deck gehen. So oft sind wir auch noch nicht, bin ich auch noch nicht an einer Posttür vorbeilaufen, gelaufen in einem Dungeon hier, oder? Ich meine, das ist ja eine der Sachen, die man hier als erstes findet. Das ist unglaublich. So, einmal hier durch. Hm, diesmal kein gratis Geschenk. Schade. Dum-di-dum. Na komm. Lauf, Link, lauf. Okay. Dum, di dum. Di dam, di dam. Du, 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 du. Ich könnte mal eigentlich wieder speichern, ne? Speichern. Nur so vorsichtshalber, man weiß ja nie. Speichern erfolgreich. Du, 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 du. Da, di, da. Du musst ja irgendwo da oben sein. Da, genau, hier war eine verschlossene Tür. Du-du-du. Okay. Natürlich. Natürlich muss ich in der Zeit ein bisschen wieder herummanipulieren. Warum denn auch nicht? Wäre ja sonst zu einfach. So. Schnauze. Das finde ich immer gut. So. Dumm die dumm. So. Alles wieder voll mit Staub. Naja, egal. Ja, ist klar. Lass das. Mehr Glibber eingesammelt als in der ganzen Spielzeit bisher. Das ist unglaublich. Wenn ich hier drauf stehen bleibe, dann öffnet sich da was. Naja, ich muss erst den Turm wegbringen. Ja, es, ich habe es verstanden. So, müsste irgendwo da eigentlich. Lass mich raten, wenn ich dagegen geschossen habe, dann geht hier alles an. Ganz schnell erledigt. Schön. Einmal auf das Knöpfchen. Jetzt zeige ich das mir jetzt. Sagen. Jetzt zeige ich das mir nicht mehr an. Komisch. Hm, naja, egal. So. Du, 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 du. Na ja. Hallo Turm. Number one. Du Arsch. Stich doch zu. Den, ja, Schlüssel in Anführungsstrichen, ne? Ist ja kein richtiger Schlüssel, sondern eher eine kleine Skulptur auf Lita. Was zum Teufel? Du hast den Tentakelschlüssel erhalten. Dieser Schlüssel sieht aus wie ein Tintenfisch mit zahlreichen Saugnäpfen. Könnt ihr jetzt den Schlüssel zum Kontrollraum sagen?
Ach nee. Ja, ich weiß, wo der ist, Fei. Ich empfehle dir, jetzt einen Weg in den anderen Raum zu gehen. Ja, ist okay. Ich merke gerade, dass meine Leiste sich ein bisschen verschoben hat. So, besser. Also die Leiste vom Dingens, der Pummels, der Pummels. Von der Wii. Oben die Leiste auf meinem Bildschirm. Hat sich ein wenig verschoben gehabt. Was ist das?